your heart. And I won't let this plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo, ich möchte euch heute nur einmal kurz über den aktuellen Stand meines Subs informieren. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass im Juli kein Update kam, was halt einfach mit dem Computervirus zu tun hatte, den sich mein Laptop eingefangen hat, weshalb ich keine Videos hochladen konnte und das Update dann noch gar nicht erst gedreht hatte, weil ich dachte, wenn ich es erst Mitte August irgendwann hochladen kann, weil ich ja nicht wusste, bis wann das Problem behoben ist, macht das dann auch keinen Sinn mehr, weil dann kommt... Moment. Jetzt bin ich falsch. Im Juni kam kein Update. So, und ich dachte mir, wenn ich es erst Mitte Juli hochladen kann, ist ja auch blöd, macht keinen Sinn. Obwohl irgendwie stimmt der zeitliche Kontext, glaube ich, immer noch nicht. Egal. Auf jeden Fall kam kein Update. Und deswegen ist dieses jetzt für den Monat Juli und für den Juni. Im Juni hatte ich Ende des Monats 109 Bücher auf meinem Sub. Das waren 2 mehr als im vorherigen Monat, als im Mai, da waren es 107. Mein Sub war also in diesem Monat nur um 2 Bücher gestiegen. Und jetzt Ende Juli hatte ich dann auch nur in Anführungszeichen 111 Bücher auf meinem Sub. Bedeutet, mein Sub war wieder von Juni auf Juli auch nur um 2 Bücher gewachsen. Ja, und das ist eine Entwicklung, die ich sehr gut finde. In 2 Monaten nur 4 Bücher mehr auf den Sub, das ist etwas, was ich, glaube ich, ewig schon nicht mehr hatte und ich freue mich schon darüber. Er schrumpft zwar noch nicht, aber das Wachstum verlangsamt sich und ich denke, das ist ein erster Schritt und ich bin einfach sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickeln wird, ob ich sogar vielleicht mal einen Monat habe, wo der Sub gar nicht steigt oder wirklich tatsächlich schrumpft. Ich weiß nämlich, dass ich in den nächsten Monaten weniger Bücher kaufen werde, einfach weil ich... das Geld, was ich sonst für die Bücher gerne ausgebe, an anderen Ecken brauche, aus verschiedenen Gründen. Und da werde ich nicht mehr so viel zum Kaufen kommen. Beziehungsweise ich werde halt schon noch Bücher kaufen, aber es werden nicht mehr so, ja, Neuzugänge-Videos mit 11, 12 Büchern werden, sondern eher so wie in den letzten 2 Monaten, was wie viel waren es da, 5 oder 6. Und ich denke, das reicht auch. Zwischendurch dann nochmal ein Rezi-Exemplar und dann hat man ja doch schöne Neuzugänge. Und ich werde aber im Vergleich dazu vermutlich ein bisschen mehr Zeit zum Lesen haben, weil ich jetzt zum Ende des Jahres noch 2-mal Urlaub habe. Ich habe im Oktober 2 Wochen Urlaub und habe dann zum Jahresende 2 Wochen Urlaub. Der geht sogar bis in den Januar noch hinein, sodass ich auch da einen guten Lesestart im nächsten Jahr haben dürfte. Was jetzt aber keine Rolle spielt, das ist noch viel zu lange hin. Aber ich denke zum Beispiel, dass im Oktober, wenn ich dann Urlaub habe, dass da... der Sub vielleicht sogar sinken könnte, wenn sich jetzt an meinem Kauf- und Leseverhalten bis dahin nicht rapide irgendwie oder stark sich was ändert und ich nochmal 10 Bücher am Stück kaufe oder ja überhaupt nicht zum Lesen komme oder mega in die Leseflaute abrutsche. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und wenn ich mir ein Ziel setzen müsste, was das Sinken des Subs angeht, wobei ich da jetzt gar nicht so panisch bin, dass ich denke, okay, mein Sub ist viel zu hoch, der muss unbedingt sinken, weil ich freue mich über jedes einzelne Buch, habe ich, glaube ich, auch schon oft genug gesagt. Aber wenn ich mir jetzt ein Ziel setzen müsste, wäre das, dass er bis Ende des Jahres wirklich mal gesunken ist. Also nicht nur langsamer gewachsen oder stehen geblieben, sondern wirklich mal gesunken. Und wenn ich mir aussuchen müsste, bis wohin gesunken, würde ich sagen, bis auf 100 Bücher. Weil das mal die Zahl wollte, die ich nie überschreiten wollte, die ich aber dieses Jahr überschritten habe. Und es wäre ein guter Start ins nächste Jahr, wenn ich einfach bis auf diese 100 zurückkommen würde und der Sub dann langsam und stetig erstmal noch ein bisschen weiter sinken würde. Aber mal gucken, ich kann nicht in die Zukunft schauen und ich weiß, wie unberechenbar das teilweise ist, wie der Sub dann plötzlich doch in die Höhe schießt aus verschiedenen Gründen und einfach nicht schrumpft und keine Ahnung. Von daher lasse ich mich einfach überraschen und versuche, mein Kaufverhalten etwas zu zügeln. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle dazu auch erstmal nicht zu sagen. Ich weiß natürlich, was mir Ende des Jahres vermutlich das Genick wieder brechen wird, egal wie weit mein Sub bis dahin nicht gewachsen oder gesunken ist, wird Weihnachten sein und mein Geburtstag ist auch noch Ende Dezember. Also mal gucken, ich glaube, das wird einen erheblichen Einschnitt nochmal darstellen, aber...
Mal sehen. Vielleicht finde ich auch irgendwas anderes, was ich mir mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag wünschen kann. Wie auch immer, sagt mir doch mal, wie es bei eurem Sub so aussieht. Ist er gewachsen? Ist er geschrumpft? Habt ihr ihn locker gehalten? Ich weiß, dass es einige von euch gibt, die gar keinen nennenswerten Sub haben, so wie ich es früher auch nicht hatte, vor den Booktuber-Zeiten. Es macht halt wirklich einen Unterschied, ob man Videos macht oder nicht, habe ich so das Gefühl. Und ja, schreibt mir einfach, wie es um euren Sub steht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und das war's dann für heute auch schon. Ein relativ kurzes Video, aber mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, tschüss!